schmerzlichsten Sachen sind immer die Trennungen von seinen Tieren, wenn sie sterben. Das finde ich am furchtbarsten. Weil Menschen sind in letzter Zeit um mich herum nicht gestorben, zum Glück. Aber so ab und zu passiert es mal, dass einem Tier wegstirbt. Ja, aber da ist es bei mir immer so, dass ich mich dann betrogen fühle. Und das wandelt sich dann bei mir in so ein, dass ich mich selbst irgendwie noch zusammenhalten muss, mich dadurch nicht kaputt machen lasse. Und das dreht sich dann eigentlich immer in Hass um. Deine Verfassungen wechseln schnell. Du bist kein stetiger Mensch, nicht? Eigentlich schon. Ich glaube schon, ne? Würdest du dich selber nicht für launisch halten? Nee, ich halte meine Umwelt für launisch und ich reagiere darauf. Ja. Ja, die ist immer der Auslöser deines Wesens. Ja. Und wenn du in dir ruhiger wärst, würden da nicht viele Dinge so an dir abgleiten? Das wäre schade. Das würde ich wahnsinnig schade finden, weil zu leben heißt für mich auch zu leiden, immer. Weil man lernt da auch wahnsinnig viel draus und man lernt auch, sich zu beherrschen. Seid ihr euch im Zaun zum ersten Mal begegnet? Ja. Ja, mit der Wapsi zusammen. Ich habe zuvor gesehen, dass sie von zu Hause abgehauen waren, weil ich kannte fast alle Leute vom Sehen. Wenigstens, wer halt neu war oder wenn nicht und so. Und so haben wir uns dann kennengelernt irgendwie. Das Gefühl war, was man dabei haben konnte, wenn man auf dem Trip war. Wenn man auf dem Trip war oder auf Heroin? Auf Heroin. Ja. Beste Gefühl, was man da haben konnte? Ja. Das Gefühl von Gleichgültigkeit irgendwie. Gegenüber? Wohlfühlen und Gleichgültigkeit. Gegenüber allem. Das heißt, man hat dadurch ausgeschlossen, dass man sich genervt fühlte von irgendetwas. Nö, genervt wird man sehr oft, war von anderen Leuten. Wie oft? Also man war eigentlich nur ruhig, wenn man alleine war irgendwie, ne? Gut drauf. Aber, dass einem das Leben nicht mehr so interessiert hat. Nur noch sein eigener Zustand irgendwie so von Wohlbefinden, wenn man nicht gerade abgenervt wurde. Also es hat, die Kommunikation hat es nicht gefördert unter euch? Nee, überhaupt nicht. Man war einsam. Ja, aber das war irgendwie gut. Babsis Eltern waren wohlhabend. Ihr Vater beging Selbstmord. Die Mutter kümmerte sich kaum um sie. Die Kinder vom Bahnhof Zoo nehmen Babsis Tod zur Kenntnis. Zur Trauer lässt die eigene Sucht kaum Zeit. Als Heroinabhängiger, das erreicht dich nichts mehr wirklich. Also natürlich irgendwie bist du erstmal bekümmert und betroffen. Oder als ich das gehört habe mit der Babsi, irgendwie war ich natürlich erstmal geklatscht irgendwie. Und aber im Endeffekt. Den Dealern. Eines der Mädchen in Brömers Beratungsstelle, die 14-jährige Babette. Drückst du? Anderthalb Jahren. Wie viel drückst du pro Tag? Na, für 100 Mark. Wo holst du das Geld her? Zum Anschaffen gehen, also ich gehe anschaffen. Weil meine Eltern natürlich wahnsinnig sauer und enttäuscht von mir waren, das ist klar. Naja, und ich habe ihnen versprochen, dass ich entziehe, war. Und jetzt will ich versuchen, mir ein cooles Leben aufzubauen, war. Und eben zur Schule gehen, danach einen Abschluss machen und dann eben Maniküre will ich ganz gerne werden, war. Das Mädchen fand nicht mehr zurück.